Hi ho Leute, hier ist der Michel mit einer kleinen Abkühlung in Dirt Rally. Wir sind unterwegs mit dem Lancia 037, also Gruppe B Heckantrieb, auch ein neues Auto. Gekommen hier mit der Rallye Deutschland und da fahren wir dann heute mal im Regen. Deswegen hier kleine Abkühlung auf der Frauenberg Stage lang. Zunächst mal ein kleines Shakedown, kleines Racky, wie wir hier sehen. Eine Testfahrt und da wollte ich euch nämlich noch kurz eine hammermäßige Geschichte erzählen zu Dirt Rally. Wer es noch nicht gesehen hat, auf der FIA World Rallycross Facebook-Seite und ich glaube auch auf anderen Social-Media-Kanälen wurde erstes Material zu den Rallycross-Inhalten gezeigt von Dirt Rally. Das steht uns ja diesen Monat noch ins Haus, vermutlich auch zum Ende des Monats wieder. Da wird es dann zwei erste Rallycross-Locations geben, also Originalschauplätze auf der FIA World Rallycross, unter anderem Höljes, der jetzt auch gerade am Wochenende stattgefunden hat, Höljes Rallycross in Schweden. Und da wurden, wie gesagt, erste Bilder aus der Entwicklung, aber auch erstes Gameplay gezeigt. Und das sieht einfach nur, kann man sagen, fantastisch aus. Die bisherige Qualität von Dirt Rally wird da auf jeden Fall beibehalten. So, das kann natürlich heute dann mal heiter werden auf der langen Stage hier mit diesem extrem bissigen Hecktriebler, mit dem Lancia 037. Tolles Auto auf jeden Fall. Komm, ich fahre noch eine Testfahrt, bevor es dann scharf reingeht. Also ein bisschen so ein Gefühl bekommen für das Auto. Man darf hier auf jeden Fall nicht over the limits pushen. Sonst landet man ganz schnell mal am Hinkelstein oder eben im Wald. Und, ach übrigens, ich habe jetzt, ein Force-Feedback-Update, ein neues. Das heißt Nerf 2.2, glaube ich. Verlinke ich euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung, ist bei Race Department auch zu finden. Das verbessert das Force-Feedback in sehr vielen Belangen. Auf jeden Fall danke an den Leonard G, oder wie er heißt. Ich vergesse den Namen wieder. Der mir den Tipp in den Kommentaren gegeben hatte. Fährt sich wirklich klasse, danke an der Stelle. Echt ein super Gefühl im Lenkrad. Und ich habe auch mein schönes Ruppeln wieder zurück, dass man am Start ist. Das Lenkrad wackelt da richtig schön, also die Power, die im Auto schlummert, die befreit werden will, ist sehr, sehr cool. Kann ich nur empfehlen, wirklich. Mit dem Thrustmaster TX Wheel auf jeden Fall ein kleiner Fortschritt nochmal im Vergleich zum Standard Force Feedback. Ist auch jetzt ausgelegt auf das Feedback aus dem Patch 0.5. So, ich denke mal, wir sind bereit. Fährt sich wirklich gut. Es gibt mittlerweile zwei von solchen Force Feedback Updates. Das andere habe ich noch nicht probiert. Wäre sicherlich auch mal ein Versuch wert. Also, wenn ihr bei Race Department so durch die Mods guckt, gibt es da zwei aktuelle Force Feedback. Hier seht ihr das. Ah, es rappelt so schön. Und go, 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 go. Natürlich ordentlich Wheelspin hier im Regen. Die Strecke ist wirklich klitschnass. Das sieht einfach nur klasse aus. So, hier schon mal ganz geschmeidig fahren. Oh, es rutscht nämlich ohne Ende. Man braucht hier sehr viel Fingerspitzengefühl. Fünfter Gang ist fast schon ein bisschen zu viel hier. So, Achtung, gut schon links 1. Boah. Einmal zu viel auf dem Gas und schon haut es sich weg. Ja, auf jeden Fall, das habe ich mir installiert und leider gibt es noch keine Lackierungsmod für den Lancia 037. Habe ich leider auch keine gefunden. Kommt wohl erst noch. Ja, für den Peugeot Maxi habe ich schon eine. Den zeige ich euch heute dann auch nochmal. Übrigens den Manta, nochmal eine kleine Korrektur zur letzten Folge. Den gab es auch tatsächlich schon bei Dirt 3. Habe ich irgendwie verdrängt, dass es den da auch gab. So, diese enge Kurve hier. Das Force Feedback hier jetzt im Regen ziemlich schwach, klar. Man schwimmt ja auch viel auf dem Wasser. Das ist, wenn du halt trockene Stage hast, ein bisschen knackiger, ein bisschen stärker, ein bisschen direkter. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah, es macht sau viel Spaß, macht sau viel Spaß. Also Dirt Rally, glaube ich, kann ich jetzt schon sagen. Mein Spiel des Jahres 2015, definitiv. Überraschung auch des Jahres 2015. Ja, wie schon angesprochen, Höljes Rallycross war am Wochenende. Ja, da ein bisschen auf dem Rasen, auf dem Dreck gewesen. Und das war auf jeden Fall sehr knackig am Ende. Hansen gegen Ekström, richtig knackiges Duell. Auch Backeroth war da noch involviert. Und der Hansen im Peugeot war da sehr aggressiv zu Werke gegangen. Hat sich da beim Extra in der letzten Kurve mit einem mega krassen Manöver reingebremst. Halb auf dem Rasen schon gewesen und da gab es tatsächlich dann mal, was man selten bei Rallycross im Rallycross-Sport sieht, auch eine Strafe für ihn. Dem wurde der Sieg aberkannt. Aber muss man sagen, das Manöver war auch schon ganz schön grenzwertig. Oh, die Kurve ist gemein. Die sagt ja nicht so richtig an. Da rutschen wir gerade mal in die Außenzone. Und bekommen hier auch eine plus 14 aufgebrummt. Ja, schade. Bis dahin sah es wirklich sehr gut aus. Wir hatten hier drei grüne Stages. Bisschen doof gelaufen. So, wo geht's lang? Nach rechts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vor allem bergab immer natürlich gefährlich, weil das Auto da extrem am Rutschen ist. Ja, Rallycross am Wochenende gewesen. War sehr, sehr spannend, sehr, sehr knackig. Höllies ist auch wirklich eine schöne Strecke.
Da rutschen wir, da rutschen wir. Aber bisher noch groß, ohne größeren Impact hier ausgegangen, die ganze Geschichte gerade. Und WRC war natürlich auch am Wochenende. Nicht überraschend. Mal wieder ein Sieg für Ogier. Platz 2. Andreas Mikkelsen. Und aber die große Überraschung, wirklich starken, einen starken Ritt hat der Ott Tanak vom M-Sport gemacht. Der hat sogar am ersten Tag teilweise geführt. Ein Stage nach dem anderen geholt. Aber leider dann am zweiten Tag ein bisschen Probleme gehabt, sich einmal gedreht noch am dritten Tag und trotzdem auf einem sehr starken dritten Platz gelandet. Hat es schön viele Punkte auf der M-Sport eingesackt, die es momentan echt schwer haben, auch in der Konstrukteursmeisterschaft gegen Hyundai, Citroën und VW, ob er da leicht den Heuballen berührt. Jetzt geht es hier an den Militärfahrzeugen vorbei. Achtung, fiese, fiese Hinkelsteins. Müssen wir am nächsten Split gleich mal gucken, was der Abstand nach vorne sagt. Vielleicht können wir es wieder aufholen. Morgen geht es auch definitiv dann weiter mit dem BMW, mit der Karriere. Jetzt krass den Berg runter. Die ist so ein bisschen Frauenberg, so ein bisschen meine Lieblingsetappe, muss ich sagen. Fahre ich sehr gerne. Die hat so ein bisschen... Oh, das geht auf den Stein zu. Die hat so ein bisschen was von allen. Das ist immer so geil, wie der Dreck so aufwirbelt, wenn man von der Strecke abkommt. Ja, hier ist schön viel Platz. So, Konzentration, Konzentration. 80. Na, das wird ein Dreher, das wird ein Dreher, das wird ein Dreher. Ja, es ist wirklich extrem kompliziert hier zu fahren im Regen mit diesem Auto. Ich fahre übrigens immer noch 450 Grad Lenkwinkel oder wieder. Ich habe zwischendurch auch mal 550 ausprobiert. Boah, dreht er sich schnell weg. Weil 550 wohl realistischer sein soll, aber ich kann ehrlich gesagt mit 450 Grad ein bisschen besser. Passt auch ein bisschen besser zum optischen Lenkwinkel, deswegen also 450 ist momentan so mein bester Wert eigentlich. Schon plus 38 jetzt mittlerweile. Aber ist ja zum Glück nur ein Freerun sozusagen, es geht ja um nichts. Mit dem BMW, oh die Steine, mit dem BMW müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtiger zu Werke gehen. Oh Mensch. Aua! Was ist denn mit dem Busch los? Oh! Jetzt ist er uns, glaube ich, kaputt gegangen. Ne, noch läuft er. Ich glaube, da ist schon ein bisschen was kaputt jetzt. Ja, der Busch sah eigentlich so aus, als ob man da durchfahren könnte, war dann aber doch relativ massiv. Anfangs lief es gut, aber dann wurden wir doch hier so ein bisschen vom Regen erwischt. Sieht einfach geil aus. Achtung, kehre links bergab. Vielleicht mal die Handbremse ziehen hier. Leicht antippen, schön durchgeschlänzt. Ja, es war ein bisschen spät. Ja, ich merke das selber. Da landen wir einmal hinten. Ja, setze Michel bloß nicht in Lancia 037 bei Regen. Das ist keine gute Idee. Ja, nebenbei bemerkt, ich freue mich schon megamäßig auf die Rallye Deutschland jetzt. Und wir sind übrigens auch am 26. ist es, glaube ich, ne? Am 25. beim Eifel Rallye Festival in Down. Das werden wir uns dieses Jahr nicht entgehen lassen. Ja, da sind's. Boah, ja, da rutscht er von alleine schon, wenn man auf der Bremse steht, ganz normal. Mega kompli hier. So, da sind wir auf jeden Fall unterwegs. Da gibt es auch hier so Lanchas, Audi Quattros. Unter anderem natürlich so alte Opel Rallyes, Rallye Opels. Alles Mögliche. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Sind wir vor Ort. Wurde auch oft gefragt mittlerweile. Michel kommt ja auch zum Eifel. Rallye Festival. Ja, wir sind da. Wir sind da. Das ist das erste Mal. Wir waren noch nie. Also ich war noch nie. Eieiei. Das ist echt eine Mörder-Stage hier. So, Vollgas durchs Ziel. Können wir noch mal ein bisschen ins Replay reingucken. 7 Minuten 30. Ich glaube, wenn man gut ist, wir können ja mal gucken, was machen meine Freunde so hier. Also mit dem Opel Manta bin ich hier schon mal gefahren. Ne, ist aber nicht meine Zeit gewesen. Letzter Versuch war eine 7:30. Ups, das wollte ich eigentlich gerade gar nicht.
37, was seid ihr gefahren? Oh, die Freundesliste ist definitiv zu lang. Jetzt kommt meine volle Steam-Liste, aber diese ganzen Leute haben alle Dirt Rally, ist ja Wahnsinn. Alter Schwede. Also sonst tauchen die ja hier nicht auf, wenn sie keinen Dirt Rally haben, ne? Aber das sind echt eine Menge Leute, das sind ja mindestens 100, wenn nicht sogar mehr. Auf jeden Fall cool. Das Spiel hat es verdient, diese Unterstützung. Jetzt sind wir gleich wieder ganz oben. Ich hätte einmal nach unten machen müssen. Ja, ist okay. Ist auch gut. Ja, also ich denke mal, so eine 6,59 ist hier schon realistisch. Also ich denke mal, so 7 Minuten herum sollte man hier schon schaffen. Spricht auch wieder dafür, wow, so lange Stages, ne? Wann hatten wir das zuletzt? Ja, mal in die Wiederholung reingucken, wie das hier aussieht. Lancia 037 mal ein bisschen von außen. Ja, absolute Ikone natürlich auch. War jetzt, glaube ich, nicht der erfolgreichste Lancia. Ist so ein bisschen der geistige Nachfolger, glaube ich, auch vom Stratos. Im Gegensatz zu dem 6-Zylinder haben wir hier allerdings nur 4. Auch die Bauart ist, glaube ich, doch sehr für den Rallye-Sport, sag ich mal. Ja, da gab es natürlich auch wieder eine limitierte Straßenversion von, aber ich glaube, das Chassis selber wurde dann größtenteils für den Rallye-Sport entworfen. Krasse Kiste auf jeden Fall. Ist auch richtig, richtig klasse modelliert von Codemasters hinten auch. Also da meine ich, dass es den bei Dirt 3 nicht gab. Den hatten wir, glaube ich, zuletzt bei Dirt Rally, bei Colin McRae Dirt, bei Dirt 1, ne? Ja, Rally Polen war es, wie jetzt hier jetzt am Wochenende. Lokalmeister Robert Kubica, glaube ich, auf Platz 7 oder 8 gelandet. Zwischendurch sehr viel starke Stages auf jeden Fall gehabt auch. Konnte gut eine Pace gehen, aber zwischendurch immer so diese kleinen Ärgernisse und Fehler wieder gehabt. Ne? Mit kleinen Drehern, dann war, hat er einen Reifenplatzer gehabt. Also lief nicht ganz so gut für ihn, aber insgesamt war er, glaube ich, ganz zufrieden. Ja, da sind wir einmal abgeflogen in Richtung Zuschauer. Da gab es auch wieder so kleine Clips, ey. Die Zuschauer manchmal jetzt, der echte Wahnsinn, sieht man immer öfter solche Clips, wenn sich Zuschauer extrem nah an die Strecke stellen, extrem gefährliche Positionen sich aussuchen, um da eine tolle Kameraaufnahme oder ein tolles Foto zu erhaschen. Und da war echt ein Video, jetzt habe ich auch bei Facebook geteilt, ey, da stand einer wirklich im Kurvenscheitel mit der Kamera, statt er die Kamera da hinlegt, weißt du, geht die Kamera wesentlich kaputt. Nein, der stellt der Typ sich da hin und ist sozusagen irgendwie nur 20 cm oder so, ist der OG oder irgendein VW Polo an ihm vorbeigeflogen. Es ist einfach unfassbar knapp gewesen. Es ist echt ein Wunder in letzter Zeit, dass da nicht schon mehr passiert ist irgendwie. Wie nah die Zuschauer teilweise da an den Stages stehen. Das ist eine Sache, die man bei der Rallye Deutschland relativ selten sieht, weil da relativ viel auf Sicherheit auch geachtet wird. Das Ganze relativ gut organisiert ist, glaube ich auch. Na gut. Machen wir weiter. Ich wollte euch ja noch eine Stage mit dem Peugeot zeigen, ne? Suchen wir uns mal eine schöne raus. So, Rallye, Deutschland und dann gucken wir mal, dass wir einen schönen Sprint mal nehmen. Ich habe hier diesen Flugzeugplatz, Sprint, genau, den meine ich hier, den Flugzeugring-Sprint, der ist richtig cool. Machen wir mal Mittag wolkenlos, dass wir schön was sehen hier, können wir mal eine kleine Sprint-Stage machen mit dem Peugeot 306 Maxi. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, welche war denn jetzt meine Lackierung? Ich glaube, die hier, die 5 von 7, müsste die, glaube ich, sein. Da habe ich so eine François de la Cure. Ach Quatsch, der war im Peugeot. Da habe ich so eine François de la Cour Lackierung. War es der hier? Ich glaube ja, sonst ist es egal. Ich meine aber, dass es der gewesen ist. Die Modder machen sich nicht die Mühe, oder es funktioniert vielleicht auch noch gar nicht von der Schnittstelle her, die kleinen Mini-Vorschauen eben auch anzupassen. Das dürfte normalerweise funktionieren. Das ist, glaube ich, extrem viel Arbeit, da in die Dateien reinzugehen. Jedenfalls wäre das, glaube ich, mal ganz gut, um seinen Skin wiederzufinden. Ansonsten ist es anscheinend jetzt auch schon möglich, einzelne Fahrzeuge reinzumodden. Ich habe jetzt eine erste Mod gesehen, wo jemand den Citroën C4 WRC reingepatcht hatte. Momentan ist es, glaube ich, nur damit möglich, dass man einzelne Autos ersetzt, aber auf jeden Fall scheint auch Dirt Rally schon relativ moddingfreundlich zu sein von der Struktur. Also da erwarten uns auf jeden Fall sehr schöne Sachen. So, lass uns mal eine Testfahrt machen, wo ich erstmal nochmal meine Gangschaltung umstellen muss, denn ja, ich habe die Lackierung erwischt, sehr schön. Das hier ist schon eine Custom-Lackierung, François de la Cour, wie gesagt. Ich sollte gleich mal, zeige ich ihn mal kurz. Oh, klingt der geil. Der ist nämlich auch ein kleiner Frontkratzer. Rechts 6 über Kuppe, Achtung Bremsen, scharf links nicht schneiden. Ja, ich schalte mal ganz kurz um auf Schaltwippen. Das ist nämlich sonst ein bisschen doof.
hier, manuell sequenziell, das wollte ich haben, genau. Das ist ganz schnell, das ist super gut. Viele Spiele machen das ja auch so kombiniert, ne? Handbremse ist immer so eine Sache mit diesen Fronttrieblern, weil ihr seht das schon, die ziehen halt extrem das Auto immer nach vorne. Logischerweise, klar, ist ein Fronttriebler. Aber wie geil das hier aussieht, ja? Dieser Funkturm. Das ist original hier ein Abschnitt aus der Rallye Deutschland. Genau hier habe ich letztes Jahr auch gestanden. Diese Stage existiert so tatsächlich wirklich. Auch mit diesen großen Bereichen in der Mitte, da standen wir auch letztes Jahr. Und da oben, wenn ihr dann zu dem Turm guckt, da ist dann der Bereich, wo man quasi ankommt, da wo die Parkplätze sind. Das passt wirklich 1:1. Und hier ist halt ein ganzes Gebiet, was sich so ineinander überschlängelt. Das ist sehr, sehr cool. Gut, lass uns mal kurz das Recce zu Ende fahren. Können ja auch mal so fahren. Warum eigentlich nicht? Direkt hinter der Windschutzscheibe. Schön intensiv. Aber ich glaube, nicht schneiden. Aber doch, ist immer ganz hübsch so. Da kommt das Geschwindigkeitsgefühl auch ganz gut rüber. Boah. Allrad ist doch was Schönes eigentlich, aber der... Das ist bei dem hier echt so eine Sache. Na gut, wollen wir einmal die Stage durchkloppen hier mit dem Peugeot 306 Maxi. Klingt auf jeden Fall sehr geil, sieht auch cool aus. Guck mal, wie weit wir kommen hier, ne? Mal gucken, wie er auf Handbremse so reagiert. Ich gehe jetzt nochmal in die Ansicht, gefällt mir irgendwie doch ein bisschen besser. Ich brauche das irgendwie. Du merkst auch richtig schön, wie das so halt in dieser ausgeschlachteten Karosserie. Einfach geil. Da habe ich die Handbremse angezuppelt, aber es ist einfach schwierig. Es ist mit dem Allradler wesentlich besser mit Power Slide. Versuchen das aber mal zu perfektionieren hier. Rechts 3 nicht schneiden. Das sah schon ein bisschen besser aus. Muss ich erstmal komplett auf diese Fronttriebler-Physik einstellen. So, diese Kurve auch diesmal ein bisschen besser erwischt. Ganz knapp dran am Führenden, aber jetzt fängt er an, sich aufzuschaukeln. Das ist unfassbar. Das ist echt schwer zu fahren. Man denkt das nicht. Man glaubt halt hier, ja, Fronttriebler, wischiwaschi, luschi, luschi. Ja, die sind tatsächlich relativ knifflig. Ich glaube tatsächlich, mit der Handbremse macht das wenig Sinn. Ich versuche es jetzt noch einmal. Ne, der geht halt dann komplett nach vorne rechts weg, wenn du ihn mit der Handbremse durchtreiben willst. Rechts 1, Graben außen, verengt sich. 100 durch Senke, Überkreuzung. 100 durch Senke, Überkreuzung. 100 über Kuppel. Einfach zu viel Leistung. Achtung, links halten, rechts 5. Sofort und sicher rechts nicht schneiden. 80. Kehre links, 80. Also kurz antippen, selbst dann ist das, die Kiste einfach unkontrollierbar, wenn du so, sobald du aufs Gas gehst, zieht dich halt genau in die falsche Richtung. Also ein World Rally Car, der Fiesta ist einfacher zu fahren hier als der Peugeot. Sieht man oft aber auch bei richtigen Rallyes, dass die Fronttriebler da so ihre Problemchen bei Hanard und haben, da wieder vernünftig rauszukommen. Auch schickt die sich um da im Spiegel die. Boah, ist der giftig, ist der zickig. Links 5 über 80, 100 durch Senke. Wie sich das Lenkrad spiegelt manchmal, wenn die Sonne gegenscheint. Rechts 6 und Kuppel 500. Auch hier die Geschwindigkeit, glaube ich, wieder in mph. Fahren hier nämlich mindestens schon mal 50. Achtung, Bremsen, Torsch, rechts 1. Rechts 3 nicht schneiden. Waren wir da zu spät? Ja, da waren wir zu spät. Also die kleinen Flitzer hier sind nicht zu unterschätzen. Ich denke mal, auch in der Karriere werden die jetzt dann noch auf uns warten. Vernünftige Bremsen hat er auch nicht. Okay, aber wir haben es mit Ach und Krach überstanden.
Ja, müssen wir dann ab morgen, wenn wir wieder mit dem BMW unterwegs sind, müssen wir wieder ein bisschen sauberer fahren, um da auch Ergebnisse zu erzielen und nicht ganz so viel pushen vielleicht. Ja, schauen wir mal kurz rein hier, der Peugeot. Unsere kläglichen Versuche, den vernünftig durch die Haarnadeln zu manövrieren. Aber ansonsten auch diese Stage hier super geil. Also vor allem mit dem Fiesta kann ich dir empfehlen oder mit dem Mini, macht sehr viel Spaß. Ja, hier, da verhungert er einfach. Da kommt das Rad hinten halt nicht hinterher. Allradler kannst du dann richtig schön mit so ein bisschen Gas geben, wieder in die Richtung bringen, weil er eben auch von hinten schön schiebt, aber das geht natürlich beim Fronttriebler gar nicht. Man muss ein bisschen früher bremsen vielleicht. Aber auch von außen klingt der mega cool. Auch die ganzen Kamerapositionen, ja, die ganzen Kamerawinkel für die Replay-Aufnahmen könnte ich mir stundenlang angucken, weil es einfach so geil aussieht. Und auch diese ganz kleinen Details mit den fliegenden Insekten und die Bäume, die da manchmal so ein bisschen im Wind wehen und diese perfekt gesetzten Unschärfen, als wenn da wirklich eine Profikamera dran gewesen ist, die Helikopteraufnahmen, traumhaft einfach. Ja, dieser schöne Ausflug über die Wiese. Schade, dass man da so schnell dann zurückgesetzt wird. Man hat da nicht wirklich viel Freiheit, auch in der Stage rumzufahren, aber ich glaube, das kann man auch nicht wirklich erwarten. Und was auch bombastisch ist, natürlich die Weitsicht. Ja, du kannst hier so weit ins Land gucken einfach, ohne ja quasi keinen Horizont. Also der Horizont ist quasi die Sichtgrenze, so wie im echten Leben. Ja, was kann man da schon noch sagen? Es ist einfach traumhaft, was hier von Codys abgeliefert wird. Ja, da fehlt einfach noch hinten der Antrieb. Das ist ganz einfach hier festzustellen. Also wenn sie das, was sie hier bei Dirt Rally umgesetzt haben, ja, das, was Fans wirklich wollen, wenn das auch so bei Formel 1 sich wiederfindet, dann macht sich ja momentan noch alles aus. Dann kann man nur sagen, ey, Hut ab, was für ein Comeback, ja, Codemasters. Tornado auch, wie viel Detail da auch wieder dran steckt. Das war auch, wir sind immer ein bisschen weit außen dann. Also wenn überhaupt, glaube ich, nur die Handbremse leicht antippen, wenn überhaupt. Ansonsten, glaube ich, sollte man hier mit einer vernünftigen, normalen Linie, glaube ich, besser um den Kurs kommen. Aber das können wir ja später, wenn wir mit den Autos nochmal unterwegs sein sollten, ausprobieren. Ja, schöne Lackierung auf jeden Fall. Auch die findet ihr bei Race Department in der Mod-Sektion von Dirt Rally. Da gibt es mittlerweile eine ganze Menge, also 60 Mods habe ich jetzt gezählt, davon viele Lackierungen natürlich, aber auch so Kameramods, Dashmods, habe ich auch übrigens eine drin. Und natürlich auch diese Force Feedback Mods, da gibt's, kann man sich also bedienen, kann man alles runterladen, glaube ich auch ohne Anmeldung. Da François de la Cue auch ein alteingesessener Hase sozusagen im Rallye Sport. Immer wieder auch bei der Rallye Monte Carlo dabei. Alte Schule, na gut. Dann sehen wir uns morgen wieder mit der Karriere, würde ich sagen. Und bis dahin, habt noch einen schönen Tag, habt einen schönen Start in die Woche. Na gut, heute ist ja schon Dienstag, ne? Egal. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und bis morgen. Tschüss!